Etwas mehr als 200.000 Impfdosen wurden laut RKI gestern verabreicht. Das bedeutet für die Impfquote, wir liegen bei etwa 62%. Herr Dr. Zinn, eigentlich ist das ja nicht das, was sich die Bundesregierung erhofft hat. Die wollte eigentlich irgendwie Richtung 85 kommen. Ist das denn jetzt eine gefährliche Situation? Naja, gefährlich ist sie nicht, aber wir müssen die Sache wirklich sehr gut im Auge behalten. Wir haben noch eine ganz lange Wegstrecke vor uns, bis wir diese 85%, die avisiert ist, tatsächlich erreicht haben. Wir haben die Delta-Variante, also wir müssen dann richtig nochmal Gas geben. Ja, spätestens heute haben wir es alle gemerkt, der Herbst fängt langsam an. Was ist denn Ihre Prognose Richtung Herbst-Winter? Also einerseits ist die schlechte Impfquote ein großes Problem, andererseits diese Delta-Variante. Und gestern hat das RKI nochmal eine Lageeinschätzung für den Herbst-Winter 2021-2022 rausgegeben, sodass wir uns doch auf vermehrte Hospitalisierungen einstellen müssen und auch gucken müssen, dass wir die Impfquote mit aller Macht nach oben drängen. Diese Woche gibt es dazu eine Aktionswoche zum Thema Impfen. Haben Sie denn noch irgendwie das Gefühl, dass wir diese Herdenimmunität auch nur ansatzweise erreichen könnten und somit einen unbeschwerten Winter bekommen? Also zumindest nicht mit den momentanen Instrumenten. Diese Impfkampagnenwoche war jetzt bisher in den ersten 3 Tagen nicht so der große Erfolg. Ehrlich gesagt, so eine Woche macht da auch ganz sicher nicht den großen Unterschied. Wir müssen da aber weiterhin alles dran setzen, um die Impfquote nach oben zu bringen. Wenn man den Umfragen Glauben schenken kann, da haben wir noch eine große Reihe an Unentschlossenen, die man noch überzeugen kann. Der Kern der richtigen Impfgegner, der ist relativ klein. Ganz viele Bundesländer ziehen ja auch im Moment die Daumenschrauben an, indem sie eben auf 2G oder 3G schwenken, also quasi Veranstaltungen oder andere Sachen nur noch für Geimpfte, Genesene oder halt komplett Getestete öffnen. Ist das denn so eine Strategie, um noch mehr dann dahin zu bringen, und wie würden Sie das einschätzen? Ist das okay? Also das eine tun, nämlich es unangenehmer machen für Ungeimpfte, ganz klar, das ist die 2G-Strategie. Andererseits müssen wir weiterhin Angebote, auch an Bevölkerungsgruppen, die wir bisher noch nicht erreicht haben, auch müssen wir das niederschwelliger machen, besser aufklären. Ich glaube, das eine tun, aber das andere nicht lassen. Aktuelle Einschätzung von Christian Zinn. Vielen Dank.